Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Truck Logistik Simulator. Ja, ich fahre gerade den Wohnwagen, der bitte zu groß ist für mich, in die Mission nach Hause und folge somit auch dem Simon. Hallo Simon. Hi Stefan, ja, nicht nur dein Wohnanhänger ist zu groß für dein Zugfahrzeug, meiner theoretisch auch. Aber deiner ist ja nochmal eine Ecke größer. Ja, und auch ich merke es hier in den Kurven, ist echt schwierig hier. Aber werden wir schon schaffen, ja. Und wie ihr auch in den letzten Folgen, wer es geschafft hat, bis hierher zu kommen und das Video angeklickt hat, der kann auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo und einen Kommentar. Wie findet ihr das Spiel? Wie spielt ihr das Spiel? Single, Multiplayer oder was auch immer. Oder gar nicht. Genau. Aber muss echt sagen, so zwischendurch macht das Spiel schon mal ein bisschen Laune. Folge 4 ist es, gell? Das ist, heute ist der Donnerstagsfolge. Ja. Und natürlich begrüße ich auch wieder den Enrico im Live-Chat. Weil die Folgen Hallo werden immer aus dem Enrico. Live-Chat rausgenommen. Da muss er ganz schön hochkämpfen, du. Vor allem die kürzeste Strecke, quer über die Karte müssen wir. Ja klar, gibt am meisten Geld. Okay. Also irgendwie komme ich gerade besser durch wie du, kann das sein? Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade echt Glück mit dem Verkehr. Ich eigentlich auch, aber ich. Es ist halt einfach, der Wohnwagen schiebt und dann zu spät bremst. Oder dir einer im Weg steht. Jetzt hänge ich am NPC-Fahrzeug fest. Jetzt nicht mehr. Also irgendwie hast du gerade in letzter Zeit ein bisschen Problems. Yes. Erst an der Steinmauer, jetzt am NPC-Fahrzeug. Und jetzt weiß, das Spiel mag mich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich weiß nicht, was ich gedenkt habe. Jetzt hänge ich wirklich in der Luft. Also so, dass Vorderrad und Hinterrad nicht den Boden berühren. Das ist ja mal tipptopp. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Also jetzt Truck and hier Logistics Fahrzeug Simulator. wiederherstellen, F. Ah, schön. Dann stell dann halt auf die Abwendung vom. Okay, auf die Ab. Und jetzt habe ich wieder hängen. Nee, doch nicht. Okay. Uff, okay. Boy. Mich hat's einmal jetzt auf die Felswand geschoben.
Aber es ist ja auch wieder was Schönes hier, ne? Mit dem ersten Startfahrzeug werde ich mir das Geld zusammenbekommen. Mhm. Für den LKW. LKW, ja. Und dann haben wir noch eine Folge Zeit, um auszunutzen. Ja, wenn wir keine 1600 Meter Unterschied hätten. Oh nein, nein, nein! Oh, jetzt habe ich fast mit dem Anhänger rückwärts runter die Brücke. So, ich parke jetzt gerade den Wohnanhänger. So. Ich habe wieder einen Blitzer. Okay. Zack. Und Freunde der Sonne, es gibt einen LKW. Soll ich den gleichen oder den anderen holen? Wie du magst. Ich weiß sogar nicht, wie weit ich es noch hab. Steht es hier irgendwo? Nee. Auf jeden Fall ein Rechtsdrall. Okay. Ach, weißt du was? Ich werde hier das gleiche fahren wie du, Stefan. Ich weiß ja, warum ich so einen Rechtsdrall habe, aber egal. Ich habe noch Luftlinie 960 Meter zu dir. Ich bin jetzt, glaube ich, irgendwo anders jetzt wieder gespawnt. Achso. Du bist immer noch auf der Insel. Okay, da kommst du angefahren, okay. Ah ja, du bist da hinten. Du musst ganz nach, gleich nach rechts abbiegen und ich bin im Steinbruch. Ja, und ich kann bloß rechts abbiegen, weil es ist. Du kannst einfach mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren. Der Rechtsdrall. Wahrscheinlich zu arg geboxt, oh ja. Hast das Auto zu stark massakriert, ja? Ja. Ja. Muss ich nur irgendwie zum Endkunden kommen. Grad, der LKW ist doch ein bisschen laut. Mhm. Deswegen muss ich hier mal ganz kurz. Das Spiel ein bisschen runterregulieren. Ja, so ist besser. Oh. So ist besser. Mit rechts dann hier die Straße hochzufahren ist gar nicht so einfach. Weil er bricht so leicht aus hier. Hast du auch in diese komische Stadt hier das bringen müssen? Ja. Ah, da vorne ist er. Ui, Abzug 2728, Fachbeschädigung. Ups, trotzdem noch 8673. Warte mal, ich kann ja theoretisch jetzt einen Auftrag annehmen, dann müsstest du dir ja auch eine Meldung bekommen, oder? Ja. Na gut, dann bist du gleich bei mir. Gucken wir mal gleich. So.
Noch bekomme ich keine Meldung. Ich habe auch noch keinen ausgewählt. Jetzt habe ich einen ausgewählt. Nö, nee, kommt nichts bei mir. Bin ich zu weit weg vielleicht. Aber das ist aber blöd. Aber ohne länger kann ich mit dem Rasen wenigstens. Bin doch 500 Meter entfernt von dir. Noch 320. Vielleicht sogar schneller, wenn ich hier hochfahre. Keine Ahnung. So. Ich bin hinterm Zaun. Geht's da irgendwo rein? Garantiert. Da vorne bist du. Du hast deine Mission schon, gell? Ja. So. Dann. Ich kann dir halt dein, mein Ziel nicht sagen, ne? Wieso kannst du das nicht sagen? Weil es nicht weiß? Wieso? Aber das kann echt sein, dass du zu weit weg warst. Ja, hast du eine weite Strecke oder eine kurze Strecke? Ich glaube eine relativ kurze Strecke. Okay. Gut. Soll ich schon mal an mein Ziel fahren? Ja, ja, kann ich schon mal. Ich muss dann eh noch mal in der Tanke kurz vorbei. Ja, du kriegst einen LKW so halb leer hingestellt. Hm. Fast leer hingestellt, ja. Hm. So. Also hier mit dem ersten LKW-Fracht jetzt unterwegs. So. Obela. Es wäre schon ein wenig lustig, wenn du genau den gleichen Zielort wie ich hättest. Ja, mal gucken. Ah, ich fahre hier kurz runter, kann ich nämlich tanken. Ups. Das muss jetzt rechts oder links, hä? Was? Rechts rum.
scheinbar getankt. Sehr schön. Gut, beim nächsten Fahrzeug hast du halt wieder Vorsprung, ne? Wieso? Ja, weil du ja mehr Geld auf dem Konto hast. Ja. Okay, ich komme gerade mit dem LKW 110 fahren. Sehr realistisch. Mein Auftrag erledigt, 2875. Na, ich bin noch am Fahren. Muss ich ja mal gucken, nach einer Tankstelle, nach einer Werkstatt, genau. Aber guck mal auf dem Tacho. Okay. 3, 2, 1...